Freunde in Österreich, in Deutschland, in allen unseren Nachbarländern. Willkommen bei stürmischem Wetter und stürmischer See hier an Bord des Seenotkreuzers Berlin. Ja, das ist das Fenster. Ja, okay, was? Dann mach ein Licht, bitte. Wir haben Sie ja da, nicht wahr? Also, Sie ist da jetzt. Also, wenn Sie jetzt zu Hause schon Salzgeschmack auf den Lippen verspüren, Teergeruch in der Nase haben und statt des Benzingestanks die raue Seeluft wittern, dann sind wir... Wetten das? In Kiel. Ja, wer weiße Segel liebt, die blaue See, wer Wölben und Schiffen nachtnickt, der ist in dieser Stadt am richtigen Ort. Jawohl, und darum sind wir heute mit unserem Stadl zum ersten Mal in der Ostseehalle in Kiel. Ja, wo jetzt gleich Gotthilf Fischer mit seinem Chor... zusammen mit dem gesamten Publikum im Saal... das musikalische Kommando übernimmt. Ja, hier ist aber, wir sind sofort drinnen auch. Ja, sicher. Also dann, auf geht's. Ahoi! Ahoi!
Servus Kiel! Ist das ein Empfang heute, liebe Freunde hier in der Ostseehalle. Mein Gott, das war jetzt eine Fahrt. Geregnet hat's. Ich muss sagen, in Salzburg regnet's ja viel, aber Kiel ist dagegen, ja, sagst du mal. Wir haben ein Glück, schau her, es wachsen schon die Schwimmhäute, verstehst? Ja, aber es ist gesund. Trotzdem muss ich sagen, so ein Tag so wunderschön wie heute, unser Motto, überreicht von Gotthilf Fischer und seinem Chor und unserem Orchester, Wolfgang Lindner mit seinen Stadlmusikanten. Leidl, was sagst du denn? Ha! Jei! Mein Gott, aber! Da gibt's manche Menschen, die sagen, da mal Geschirr. Das schauen Sie doch an, das ist unwahrscheinlich. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, zu Hause, wir, und damit meine ich mein Stadl-Team und ich, wir sind sehr stolz, dass wir heute hier sein dürfen, hier in Kiel zum ersten Mal, ganz weit oben. Das ist ein Gefühl. Und dann, vor allen Dingen, ich bin dankbar, dass ich die Genehmigung bekommen habe, dieses Ehrengewand der Seeleute anzuziehen. Wie gesagt, jetzt ein bisschen mit Tropfen, aber das macht ja nichts. Ne? Aber trotz allem, liebe Zuschauer zu Hause, obwohl wir heute hier in Kiel sind, wie immer gibt es im Stadl Volks... Schön, schauen Sie aus, mein Frau. Sehr schön. Kommen Sie mal her, wir zwei, das wäre ein Paar. Stell dir mal vor, so. Also, sehr lieb, Dankeschön. Ja, da sind wir. Wissen Sie, wenn ich ins falsche Loch schaue, wenn ich jetzt darüber schaue, dann macht mein Peter, macht das so. Ne? Jetzt können wir da zickzack machen. Ne? Also, trotzdem gibt es einen Stadl, wie gewohnt, mit volkstümlichen Melodien aus dem Süden, mit Musikanten aus dem Süden. Dann haben wir Schwäble dabei, den Gotthilf Fischer mit seinem Chor. Aber wir haben natürlich auch maritime Schmankerl hier aus der Gegend rund um Kiel. Und wir werden heute zweimal hinausschalten, live. Wir haben uns da ein bisschen was ausgedacht. Unten im Hafen liegt die Gorch Fock, das ist das Segelschulschiff der deutschen Marine. Und da erwarten uns jetzt gleich einmal die blauen Jungs. Zuerst einmal ganz kurz zu einer Begrüßung und dann wird uns auch Lolita da unten begrüßen. Aber jetzt schauen wir uns einmal die Geschichte an. Also das Erste, was Sie sehen, das ist einmal die Halle. Das ist die Ostseehalle, wo wir jetzt gerade gastieren. Und da hinten sehen Sie schon den Hafen. So schön vorn sieht man auch noch das Rathaus. Ja, und jetzt gehen wir hin. Da unten liegt die Gorch Fock. Wie gesagt, ein Dreimaster. Da sind die blauen Jungs. Sie grüßen uns. Wir grüßen Sie ganz herzlich. Ach, das ist ein Gefühl. Mein Gott. Da schau her, unter Hubschrauber. Ja. Also wie gesagt, liebe Freunde zu Hause, das alles wollen wir Ihnen heute bieten und natürlich ein bisschen mehr. Und ich möchte Ihnen auch den hier, wo ist er denn? Den habe ich zuerst nur bei mir gehabt. Matthias! Ahoi! Hummel, Hummel! Ihr mir auch! Ja, jetzt, hallo! Hallo! Ja, sag mal, wie schaust denn du aus? Ja, es hat ein bisschen geregnet, Zauber. Aber ich muss sagen, steht dir nicht schlecht. Ja, ein richtiger Seemann, ne? Ein Seemann, ein Seebär, jetzt hätte ich bald was anderes gesagt. Wie der Donald Duck schaust fast aus. Ich meine, der Donald Duck, für solche Späße habe ich keine Zeit. Tschüss.
Moment, was heißt Tschüss? Jetzt haben wir Sendung. Du musst jetzt überhaupt nicht weg. Ich muss weg, ich bin eingeladen. Und zwar von einem Killer. Aber nicht so einen Killer, sondern von einem richtigen Killer, eigentlich einem Captain. Hm? Aha, und zu was bist du eingeladen? Zu einem Segeltörn. Zu einem Segeltörn? Ja. Ja, aber nicht jetzt. Jetzt haben wir Start. Ja, und ich habe natürlich ein bisschen Angst. Ne? Vor was hast du Angst? Ja, vor der Seekrankheit. Vor der Seekrankheit. Hier, um Gottes Willen, heute gibt es doch für jede Krankheit, ja Hunderte von Pulvern und Tabletten. Da kann da im Prinzip nichts passieren. Von diesen Mitteln halte ich nichts. Wieso? Da kann man nichts. Obwohl, dass ich unlängst ein Mittel genommen habe. Das passt aber da nicht her. Moment. Hier, jetzt fang nicht mit den Geschichten an. Wenn du A sagst, musst du auf B sagen. Was hast du für Mittel genommen? Das passt hier nicht her. Jetzt hast du schon angefangen, jetzt müssen wir weiterhin. Ja. Um was geht's? Für die Potenz. Du? Für die Potenz. Und wie hat's, wie war's? Stecken geblieben. Im Hals? Ja. Und was ist dann passiert? Der Hals ist steif geworden. Allerseits. Servus, Grüezi und Hallo, ui, gute Laune.
Das wird wohl so sein, zwar singen der Kärntner Wachsungsverein. Das ist bekannt, das wird wohl so sein, zwar singen der Kärntner Wachsungsverein. Erst du ein Lirli so klar und rein, das muss bestimmt aus Kärnten sein. Es klingt vom Berg bis runter ins Tal, Kärntner Gesang kennt man überall. Und kommt überall an. Kärntner Musi und Kärntner Gesang ist sehr beliebt und kommt überall an. Es singt gleich vor der erste Tenor und alle anderen singen im Chor. Mit dir verstehen, ja, was ist denn los? So singt im Kärntner Liedl der Bos. Das wird wohl so sein, zwar singen der Kärntner Achsungsverein. Das ist bekannt, das wird wohl so sein, zwar singen der Kärntner Achsungsverein. Ja, die Speck, die sind schon langsam dein Kind.
Ja, liebe Freunde und liebe Gäste, wie heißt so schön, wer sein Fahrzeug liebt, der schiebt. Die junge Klostertaler aus dem Ländle, die haben uns nicht nur ihren neuesten Hit, das Trabi-Lied, mitgebracht und einen Traumtrabi, GTX und Brutalo, alles drinnen, sondern auch die frisch gebackene Miss Kiel, Tanja die Erste. Beruhigt euch, meine Herren, beruhigt euch. Haben Sie es gehört? Schöne Frau, natürlich schöne Frau. Was ist denn das für ein Gefühl, einmal in so einem Trabi zu sein? Doch, ist ein schönes Gefühl. Ja? Aber fährt sich gut. Fährt sich ja, gut? Ja. Na, bei dem Chauffeur, mein Lieber. Ein Sir der Extraklasse. Tanja, ich darf Ihnen als kleines Dankeschön. Sie sind seit August, sind Sie Miss. Ja. Kiel. Wie viele waren denn da Bewerberinnen? 13 Mädchen waren wir. Aber es war eine tolle Atmosphäre. Ja, kann ich mir vorstellen, bei einer Misswahl, dass 13 Mädchen waren, aber abergläubisch können Sie gar nicht mehr sein. Ihnen hat die Zahl 13 Glück gebracht. Ja, auf jeden Fall. Sehen Sie. Und ein paar Blumen für Sie. Dankeschön. Tanja, als kleine Erinnerung an den Stadl. Und Blumen ist für mich eigentlich das richtige Stichwort, wenn Sie sich so umschauen bei uns im Stadl. Unsere österreichischen Floristen und Gärtner haben wieder mal ein Blumenparadies daraus gemacht. Und die Zauberer, die das geschafft haben, die sind auch heute hier. Sie kommen aus Schärding. Wie gesagt, ein herzliches Dankeschön unseren österreichischen Floristen und Gärtnern und unserer Miss. Danke vielmals. Ach, ich muss schon sagen, es ist was Herrliches, so Blumen. Ach, der Duft der großen, weiten Welt, kann man sagen. So, liebe Freunde, jetzt sind wir schon mit der Miss Kiel hier heroben in Kiel. Jetzt kommt nämlich ein echter Kieler Junge, Sven Jensen. Er ist ein Künstler, der schon lange in der Szenerie ist und eigentlich viel mit Schiffen unterwegs ist und dort sein Publikum unterhält. Er bringt einen Titel, den er selber geschrieben hat, auch wieder vor 13 Jahren. Also heute haben wir die Zahl 13 und ich bin sicher, da tut sich halt jetzt gleich was. Tanz ob de Deal. Ich dachte immer, das sei ein Volkslied. Nein, das hat der Sven Jensen geschrieben. Nee, Frau, jetzt habe ich Sie aufgeklärt. Verstehst? Ja. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr. So, zum Sven Jensen kommt der Passatchor. Der kommt aus wo? Nee? Travemünde. Travemünde, genau. Ich wollte nur wissen, wollte euch ein bisschen testen. Sehr gut. Aus Travemünde. Der macht mit seinen Stimmen da mit. Das ist aber nur ein Teil des Passatchores. Und dann haben wir eine Tanzgruppe aus Schönberg, das ist ungefähr 20, 22, also wir Österreicher sind genauso am 23,4 Kilometer von Kiel weg, die Probsteier Tanzgruppe. Und wie gesagt, jetzt gehen wir es an. Tanz ob de Deal, also Tanz auf der Tenne. Los geht's! Ruhig an mit Skat. Dienstag die Partei ist meistens fort. Mittwoch ist der Landwirtschaftsverein. Donnerstag beim Kegeln hauen wir rein. Freitag oben ist nicht gerade milde. Dort ein Völkerbund in unsere Schützengilde. Slogan, doch recht wie dann den Wut. Die Woche wird gar nichts los, jetzt kommt richtig gut. Gut ist sie allein schon pensionär, doch die Brande löffen immer hinterher. Kehlen dann und kräuft auf jeder Mann, das der einzige, der ihm nur helfen kann. Und hey, löscht sie Brand mit Köln und Bier, doch dann sei doch schon sie flug wer in die Tür. Dann ist das auf der Ehe. Immer noch ein Mord.
So, liebe Freunde, ist das... Hallo, servus, ja, wenn wir fotografieren, ist das ein Anblick. Mein Gott, na, ich darf Ihnen mal zuerst die zwei Kapellen vorstellen. Das ist eine, ja, die haben wir auf dem Präsentierteller in Österreich. Es ist die Stadtmusikkapelle Wilden aus Innsbruck. Wilden ist ein kleiner Ortsteil unter der Leitung von Michael Stern. Servus, Michael. Ich muss das schon dazu sagen, Sie werden auch die Tiroler Alpensymphoniker genannt und euer Repertoire geht ja von der Klassik bis zum zünftigen Marsch und fortgehen uns auch hier und da, ja. Da schau her, mein Gott, nein. Ist das ein Gefühl. Das ist das Marinemusikchor Ostsee hier aus Kiel unter der Leitung von Kapitänleutnant Manfred Peter. Grüß Gott. Ich meine, es ist natürlich ein Traum, so eine Kombination zusammen zu bekommen, denn beide Kapellen sind unheimlich viel im Einsatz. Es war ja schon allein schwierig bei den Proben. Ihr seid ja fast Tag und Nacht unterwegs. Ja, das ist richtig. Ja, sind das nur Empfänge und so weiter? Was macht ihr da immer? Nein, wir machen nicht nur Empfänge und nicht nur Zeremonielle. Selbstverständlich sind bei uns auch Konzerte, Platzkonzerte eben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Musikschau. Das sind natürlich alles Themen, die wir beackern und die wir präsentieren können. Ja, ja. Und was ich nicht geglaubt habe, die Herren sind ausgesprochene Anti-Alkohol-Gegner. Ja, ja. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber, da schau her. Also, lieber Herr Peter und liebe Herren, ich meine, für euch haben wir momentan nichts, nicht just der Chef, aber das ist natürlich Brauch. Komm, Michel, her zu uns. Das ist natürlich Brauch, stimmt's, Michel? Das ist Brauch richtig. In Tirol, wenn man wohin kommt. Jetzt stellen Sie sich vor, wenn einmal so ein Politiker unterwegs ist und macht so eine Wahlveranstaltung, ist so 20 Mal am Tag bei der Musikkapelle, was muss er da machen? Jedes Mal trinken. Na, servus. Servus. Also, liebe, warte, nicht hudeln. Liebe Freunde, wir trinken auf Ihr Wohl und dass wir gesund bleiben und so zufrieden wie jetzt. Prost, meine Hand. Und Herr Peter. Michael. Michael. Salzsäure ist dagegen angenehm, mein Lieber. Machen wir Flugpost. Hopp, unser Maxi. Sehen Sie? Übrigens, noch einer. Übrigens, bei der Gelegenheit muss ich jetzt anbringen. Austria Salzburg, meine Mannschaft aus Salzburg hat heute 1:0 gewonnen. Und jetzt klatschen's, das sag ich noch. So, Marzili. Einer für dich. Ah, nein. Warte mal. Jo. Für meine vier Töchter. Vier Töchter? Sehr fleißig. Bitteschön. So, schauen Sie uns an, die Burschen. Dankeschön fürs Kommen. Und etwas, was bei einer deutschen Militärmusik eigentlich nicht wegzudenken ist, ist der Schellenbaum. Schauen Sie, wie er strahlt und lacht. Ich meine, nicht der Schellenbaum, sondern der Träger, nicht wahr? So, und jetzt machen wir das, was wir eigentlich in jeder... Darf ich Sie bitten? Herr erster stellvertretender Stadtpräsident Dr. Horst Reimers hier aus Kiel. Herzlich willkommen. Schau, jetzt erleben Sie das erste Mal, wie man einen Politiker zurechtschiebt. So, in die Mitte. Ja, ich weiß, er ist von einer schwarzen Partei und denen ist es schwer, in ein Rotlicht hineinzuschauen. Ich meine, das ist ganz klar, macht nichts. Herr Stadtpräsident, Herr Dr. Reimers, Kiel, wenn ich jetzt sage Hafenstadt, wenn ich sage Olympiastadt, wenn ich sage Einkaufsstadt oder noch vieles andere, man kann Kiel als alles bezeichnen. Was wäre Ihnen persönlich? Ja, Sie haben eigentlich schon alles genannt, Herr Moik. Kiel ist Marinestadt, Hafenstadt und vor allen Dingen die Segelstadt der Welt, nicht wahr? Ja, Sie haben gesagt, das Mekka der Segler ist hier. Wir haben das allerbeste Segelrevier hier, und in jedem Jahr treffen sich hier in Kiel über 4000 aktive Segler und nehmen an der Kieler Woche teil. Zweimal waren wir schon Austragungsort der Segelolympiade.
Und wir hoffen, dass wir auch noch ein drittes Mal die Segel-Olympiade nach Kiel bekommen werden. Jo. Der Applaus führt uns hinüber in die wunderbare Kieler Stadt. Und jetzt sind Sie dran, Herr Dr. Reimers. Da liegt Kiel von oben. Ich war an der 17 Kilometer langen Förde. Überall Schiffe direkt im Stadtinnern. Die Aufnahmen haben wir vor 2 Jahren gemacht. Da hat es das letzte Mal Sonnenschein gegeben. Ja, und hier das Kieler Rathaus mit dem Rathausturm. Der Rathausturm erinnert an den Campanile von Venedig. Und hier ein Blick über den sogenannten kleinen Kiel auf den Rathausturm und das Theater. Schöne Häuser um den kleinen Kiel. Dabei muss man ja dazu sagen, dass Kiel ja zu 80% zerstört worden ist. Ja, zu 80% zerstört. Nur wenige Häuser sind erhalten. Das Standbild Kaiser Wilhelms I. Und hier unsere Einkaufsstraße, ja, die Holstenstraße, die älteste Einkaufsstraße Deutschlands. Und hier eine echte Kieler Sprotte. Ja. Da geht ins Herz auf. Jawohl, und der Geistkämpfer von Ernst Barlach. Und hier Asmus Bremer, unser alter Bürgermeister. Noch einmal der Rathausturm. Und wir nähern uns jetzt dem Oslo-Quai. Kiel ist ja das Tor zum Norden. Und von Kiel aus gehen 4 große Fährlinien nach Dänemark, Norwegen, Schweden und jetzt auch nach Russland. Und hier noch einmal das Segelschulschiff Gorch Fock. Kiel ist der Heimathafen der Gorch Fock. Schöne Melodie, die wir da runtergelegt haben. Gell? Ja. Und dort hinten die Segel-Olympiade. Die Nordseewellen. Ja, wir sind aber hier an der Ostsee. Kiel liegt immer noch an der Ostsee. Ja. Ein Politiker hier, ist was Gescheites. Hier der wunderschöne Sandstrand an der Kieler Förde, unser Erholungsgebiet. Und hier, ganz dicht bei Kiel, ist das wunderschöne Freilichtmuseum. Und hier kann man alle Bauernhaustypen aus allen Jahrhunderten bewundern. Und, Herr Moik, auch das schöne frühere Leben in Schleswig-Holstein. Sehen Sie sich das an, die schönen Scheunen, rotbunte, schwarzbunte Kühe und natürlich unsere Wasservögel. Und noch einmal Kiel, und dort in der Ostseehalle befinden wir uns jetzt. Ein letzter Blick auf Kiel. Ich muss sagen, wunderbar. Herr Bürgermeister, Herr Stadtpräsident, haben Sie eine Brille da? Ja, aber selbstverständlich. Ich möchte Sie nämlich aufklären. Mhm. Ui, aufklären. Genauso dreckig wie meine. Ich darf Sie kurz einmal informieren und aufklären, woher das Lied kommt, wo die Nordseewellen trecken an den Strand. Jetzt pass auf, Herr Präsident. Wurde als Wo die Ostseewellen trecken von Martha Müller-Gräbert, einer alten Dame aus Mecklenburg, geschrieben. Jetzt hast du. Ja, dann ja, 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 ja. So, meine Damen. Neue Erkenntnisse. So ist es. Ja. Großartig. Hoppala, so, Ihre Bühne. Ja, danke schön. Vielen Herr Dank. Herr Dr. Reimers, ich bedanke mich sehr herzlich. Ich möchte Ihnen noch sagen, liebe Zuschauer, nächstes Jahr gibt es die 750-Jahr-Feier. Die 750-Jahr-Feier. Schaut, da steht ein Redakteur, der teilt schon mal Schluss. Aber das sagen wir noch. 750-Jahr-Feier, wann ist es? Es ist ab 1. Januar, aber wir haben eine große Windjammerparade, die vom 9. Juli bis zum 12. Juli hier stattfindet. Und alle großen Segelschiffe der Welt werden sich hier einfinden zu einer Parade auf unserer 17 Kilometer langen Förde. Super. Alle sind herzlich eingeladen. Super. Herr Dr. Reimers. Herr Moik. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Ich bedanke mich, dass Sie uns so freundlich aufgenommen haben. Und ich muss sagen, es ist was Schönes. Nicht nur wir zwei reichen uns die Hand zum Bunde, aber nicht zum Ehebunde. Man sagt immer, der Norden, der Süden, da gibt es Spannungen. Ivo, das stimmt ja gar nicht. Das erleben Sie bei uns beiden, das erleben wir bei unseren Kollegen vom NDR. Und das erleben die Wildtöner und... Danke. Und das erlebt ihr... Unsere Musikanten vom Marinechor, vom Marine Musikchor.
Denn gemeinsam machen sie jetzt ein Potpourri unter dem Motto: Musik kennt keine Grenzen und schafft Freunde. Herr Doktor, danke schön.
Maxi, warte ein bisschen. Jetzt mache ich etwas, was wir nicht geprobt haben. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe da einen Brief bekommen. Und zwar sind 100 Senioren heute hier. Und zwar Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes. Und die möchte ich jetzt begrüßen. Wo sind Sie denn? Da! Herzlich willkommen! Grüß euch Gott! Super! Ich muss Ihnen sagen, ich war auch 7 Jahre beim Roten Kreuz, habe eine Entbindung mitgemacht und habe Herztabletten gebraucht. Das muss ich sagen. So, Freunde, jetzt ja. Ja. Maxi, komm ja schon. Eine Seefahrt ist lustig, eine Seefahrt ist schön. Da kann man schöne Mädchen an der Reling kotzen sehen. Sag mal, sing doch sowas nicht, Maxi. Du bist unser Stadelmaskottchen, aber trotzdem muss ich dir sagen, ausschauen tust du immer wie aus der Pelle, mein Lieber. Sehr gut angezogen. Dass du das endlich bemerkst, lieber Karl. Es dauert halt ein bisschen. Ich kleide mich immer nach dem Ort, wo selbst der Stadel sich befindet. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ja. In Lustenau zum Beispiel warst du... Ja, da war ich ein Feuerwehrmann. Richtig. Und in Lietzen war ich ein Steirer. Stimmt, das war in der Steiermark. Ja. Und hier in Kiel bist du ein Matrose. Du Kalli. Bitte? Ich freue mich so auf Sylt. Ich weiß, komm, geh mal über das Thema hinweg. Ja, das ist ja oben ohne, unten ohne. Ja. Sag mal, Maxi, was anderes? Ja. Hast schon runtergeschaut in den Hafen? Na, freilich. Super, gell? Ja, also, was ich da alles gesehen habe. Aber was? Ja, da waren so viele Leute und die haben alles 1000 Dinge in die Ostsee gewerft. Moment, was haben sie? Naja, zum Beispiel, die haben einen alten Eiskasten in die See gewerft. Und dann ans alte Sessel haben sie die See gewerft. Und der alte Schwiegermutter haben sie die See gewerft. Was heißt, wie kommst du denn auf die See gewerft? Naja, dort war ein riesiges Schild mit großen Buchstaben. Ja. Und drauf ist gestanden, Deutsche Werft. Gemacht, ja so, Karlauer. Also, Maxi, ich muss dich loben, du schaust also wirklich sehr perfekt aus, aber ein bisschen übertreibst jetzt. Wieso? Was soll die Rettungsweste und vor allen Dingen, was soll der Rettungsring? Ich meine... Der teure Schwimmweste habe ich mir gekauft, da in Kiel. Ah, der Rettungsring! Oh, der ist für dich! Für mich? Halle. Ja, wieso? Wannst du mit deinem Stadl baden gehst. Mein Gott, ist der lieb zu mir. Ich bin so gut zu dir, du bist so schlecht zu mir, mein lieber Schatz. So kann's nicht weitergehen. Ich bin so lieb zu dir, du bist so bös zu mir, mein lieber Schatz. Ich dir ne goldene Uhr, das Gold ging bald runter, das alles.
Uhr. Ich wollte dein Bestes, drum sei wieder nett. Dann gehen wir zusammen ins Glück, denn ich bin ja so gut zu dir. Du bist so schlecht zu mir, mein lieber Schatz. So kann's nicht weitergehen. Ich bin so lieb zu dir. Du bist so bös zu mir, mein lieber Schatz. Das kann ich nicht verstehen. Ja, bin der Lilililililiebe. Geht's im Leben oft daneben. Du lässt mich leiden. Doch du sagst mir niemals, ich bin so gut zu dir. Du bist so schlecht zu mir, mein lieber Schatz. So kann's nicht weitergehen. Blah!
schütt sie mir. Davon bin ich schon frei und bis ich jetzt höchste Zeit. Ach, liebe Freunde, ich sag's Ihnen, es ist schon schön, wenn man merkt, wie Musik verbindet. Haben Sie es jetzt wieder gesehen? Das Tiroler Echo zusammen mit unseren Freunden aus, woher? Wo habe ich jetzt gesagt? Aus Bremerhaven. Sehr gut aufgepasst, aus Bremerhaven stimmt zwar nicht, denn aus Bremerhaven kommen jetzt die blauen Jungs. Das heißt, wir schalten jetzt wieder hinunter zu unserer Gorch Fock, zu unserem Segelschulschiff. Dort sind nochmal die blauen Jungs, die erwarten uns unter dem Motto Schön ist die Liebe im Hafen. Und natürlich nehmen uns mit, Kapitän, auf die Reise. Und wen, glauben Sie, nehmen Sie mit? Unsere Lolita. Herzlich willkommen. Heute geht es an Bord, heute segeln wir fort. Lust im Ball. Seemannslust und Freude. Hell die Gläser klingen, ein frohes Lied wir singen. Wir schenken ein, das Leben in und Wein, groß im Wiedersehen. Hell die Gläser klingen, ein frohes Lied wir singen. Am Golf von Biscaya ein Mägdelein stand. Ein blonder Matrose hält sie bei der Hand. Sie klagt ihm ihr Schicksal, ihr Herz war so schwer. Sie hat keine Heimat, kein Mütterlein. Wir gehören zusammen, wie der Wind uns das Meer. Von dir mich zu trennen, ja, das fällt mir so schwer. Wir gehören zusammen, wie der Wind und das Meer. Von dir mich zu trennen, ja, das fällt mir so schwer.
zurück nach Haus. Blaue Nacht, oh blaue Nacht am Hahn, in der Ferne rauschen Meer und Wind, und die Schiffe liegen still und schlafen, die von weit, weit her gekommen sind. Und im Zwielicht eine Bootslaterne stehen zwei und finden nicht nach Haus. Und sie flüstert, Liebste, ach wie gerne führ ich morgen mit aufs Meer hinaus. Schön ist die Liebe im Hafen, schön ist die Liebe zu sehen. Einmal im Hafen nur schlafen, sagt man nicht gerne Ade. Schön sind die Mädels im Hafen, treu sind sie nicht, aber neu. Auch nicht mit Fürsten und Grafen tauschen wir Jungens Ahoi, Ahoi! Es geht der Wind mit Stärke 10, das Schiff schwankt hin und her. Am Himmel ist kein Stern zu sehen, es tut das wilde Meer. Wo seht ihn an, wo seht ihn an? Dort zeigt sich der klarbaute Mann. Doch wenn der letzte Mast aufbricht, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde bebt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Ach, ich sag dir was. Ist das herrlich. So ein Segelschulschiff, und ich komme gleich nochmal auf die Lolita zurück, und natürlich kommen sie auch hier in die Halle zum Finale, darf ich auch gleich sagen. So ein Segelschulschiff hat ja die Aufgabe, Kadetten zu Offizieren zu machen. Und die sind ja zum Teil 8, 9 Monate unterwegs und nicht zu Hause bei Muttern. Und ich muss sagen, wir sind so herzlich aufgenommen worden, denn wir haben doch jetzt aus der Gough Fog haben wir ein Fernsehstudio gemacht. Ich möchte mich erstens einmal beim Kommando der Marine ganz, ganz herzlich bedanken und bei Kapitän zur See, Immo von Schnurrbein, das ist der Kommandant der Gough Fog. Bedanke mich sehr herzlich und wünsche euch weiterhin gute Fahrt. Ja, zusammen mit unserem Publikum. Sagen.
sein Busserl ist der schönste an Stein. Drum besorgt mir Dienst am Busserl und vielleicht gibt's er uns bis zum Meer. Und von dieser Gans wird's Busserl und der Busserl hinterher. Oh, wie war's so schön, wie war man so schön. Ja, 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 oh, wie war's so schön, in Kiel so wunderschön. So was haben wir lange nicht gesehen, so schön, so schön. Hallo, wenn's hallo, ihr Leute, wartet, dass ein Stadion rollt. Mit Hallo und Rick viel Freude. Wir miteinander reichen euch nochmal die Hand und zieht wieder heim ins Land. Ach, lass mich noch einmal in deine Augen sehen. Dann träum ich und freu mich, wie gut wir uns verstehen. Ach, sag mir noch einmal, und bleibst du mein. Denn wenn ich mich verliebe, soll es für immer sein. Klingelingeling, klingelingeling, jetzt kommen Kärntner an. Klingelingeling, klingelingeling, und schauen sich Mädels an. Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land sind wir als Casanovas alles als gut bekannt. Klingelingeling, klingelingeling, jetzt kommen Kärntner an. Klingelingeling, klingelingeling, und gehen an die Mädels an. Wir sind die allerbesten Leute, die man je war sah. Denn wir sind Burschen mit der Güteklasse A. Denn wir sind Burschen mit der Güteklasse A. Karamba, Karako, ein Whisky. Karamba, Karako, ein Gin. Sacramento Dolores und alles ist wieder hin. Rio de Janeiro in einer winzig kleinen Hafenbahn saß ein langgebrannter Gaucho mit schwarzbraunem Haar. Und Dolores, du vergessen, die seine Liebste war.
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, liebe Zuschauer zu Hause und liebe Gäste, man erlebt viel, wenn man im Showgeschäft unterwegs ist. Aber so ein Publikum wie Sie, fahren wir hin mit der Kamera. Sie stehen vor uns, Sie stehen vor uns. Applaus von uns Musikanten an unser Publikum. Leute, ich muss euch sagen, liebe Freunde hier in Kiel, ihr seid großartig. Dankeschön, es hat richtig Spaß gemacht. Aber ich sag's Ihnen ehrlich, zu Hause, es kommt schon agmiert rein, also zumindest in mein Herz, wenn ich sehe, wie viele Musikanten hier mit beteiligt sind. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, was wären wir denn alleine ohne diese Musikanten? Gar nichts, aber zu diesen Musikanten, zu diesen Melodien, da gehört natürlich auch ein zünftiges Publikum. Ich sag's noch einmal, Dankeschön und vielleicht sehen wir uns wieder mal in Kiel. Lassen Sie mich jetzt noch ein paar Blümchen verteilen. Natürlich zuerst einmal der Dame, die jetzt im Eilzugstempo, Eilschiffstempo kann man schwer sagen, vom Hafen hier heraufgekommen ist. Unsere Lolita. Bitte. Maria, es hat dreimal jetzt gedauert, dass du in die Sendung kommst. Du warst so geschäftig im Garten, bist hingefallen, hast verletzt. Wie geht's denn schon wieder? Es geht langsam. Boxen kann ich noch nicht. Das macht nichts. Für dich ein paar Blümchen. Margot, auch für dich. Was machst du denn? Die da. Maria und Margot Hellwig. Naja, und jetzt bleibt noch ein Sträußerl übrig. Kim, Mädel, da fahr mal her. Komm mal her zu mir. Jetzt kommst du mal her zu mir. So, jetzt drehst dich einmal um. Das ist die Kamerafrau vom NDR. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben schöne Tage jetzt verbracht mit dem NDR, mit den Kollegen und stellvertretend, liebe Freunde vom NDR, euch allen ein Busserl und Dankeschön und ein paar Blümchen. Und eine Banane. Sogar die Verpflegung hat's mit. So. Also, naja. Sie kennen ja die Geschichte mit der Duschhaube, der Happe Kerkel, ne, wenn man so macht. Happe, wenn du zuschaust. Servus. So, Jössus, nein, ich habe überzogen. Liebe Freunde, wir ziehen weiter mit unserem Musikantenstall schweren Herzens, muss ich sagen. Aber wo geht man denn Ende Oktober hin? Natürlich nach Südtirol zum Törkel. Das ist also, Törkelin, das ist so, ein paar Kastanien, ein bisschen Wein, dann wieder ein paar Kastanien, dann wieder ein Wein und dann ein Wein und so weiter halt. Der nächste Stadel kommt aus Südtirol, kommt aus Bozen, aus der Stadthalle. Wir freuen uns drauf. Und den hier, den brauche ich jetzt auch noch. Servietz! Ein Witz ist das! Was ist denn los? Was ist? Da drin steht, das ist eine Zeitung. Moment, was hast denn? Weil du nix ruhig bist! Entschuldigung, dass ich lebe! Wer bist du? Verarschen oder was? Was? Der Wahnsinn! Ich weiß ja nicht, was er hat. Was Karl Moik, puh! Ja, sicher, Karl Moik. So eine Frechheit. Sie brauchen auch nicht lachen, da sehe ich. Ja, lieber, der ist schlecht aufgelegt. Servus nochmal. Karl Moik. Ja, der verlässt den Stadel. Wird ja, Filmstar. Pa! Ja. Na, friss mich halt gleich. Was ist denn? Arnold Schwarzenegger hat's auch geschafft. Und Moik schafft es auch. Filmstar. Karl Moik, Filmstar! Was ist denn Kichere? Kichere. Ja, was ist jetzt wieder? Komm, wir müssen ja Schluss. Böse Zungen behaupten, Karl Moik hätte die besten Voraussetzungen für einen Filmstar. Na, also. Von hinten schaut aus wie John Wayne und von vorn wie sein Pferd.
für Gott und auf Wiedersehen. Die Musik ist leider jetzt aus. Servus für Gott und auf Wiedersehen. Euch allen hier drin und zu Haus. Servus für Gott und auf Wiedersehen. Bestimmt das nächste Mal. Servus für Gott und auf Wiedersehen. Mit Musik spielt auch hier im Saal. Servus für Gott und auf Wiedersehen. Ganz bestimmt das nächste Mal. Mir vorn zog mir nicht beim Bein. Die Muse hat gespielt, war so fein. Wir haben gesungen, getanzt und gelacht. Ans Aufhören, ans Ende hat keiner gedacht. Doch plötzlich zu unserem Verdruss, der Wirt sagt, kommt's leid, mach mal Schluss. Da haben wir die Gläser geleert und froh uns den Abschied beschert. Jo, servus, für Gott und auf Wiedersehen. Die Musik ist leider jetzt aus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen. Euch allen hier drin und zu Haus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen. Bestimmt das nächste Mal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen. Wenn ich Musik spiel auch hier im Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen. Ganz bestimmt das nächste Mal. Yo! La 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 la. Servus für Gott und auf Wiedersehen. Mit Musik spiel auch hier im Saal. Servus für Gott und auf Wiedersehen. Ganz bestimmt, ganz bestimmt das nächste Mal. Wenn die Musik spielt auf hier im Saal. Servus für Gott und auf Wiedersehen. Ganz bestimmt das nächste Mal.